So erging es diesem armen Elefanten, nachdem er von einer Kobra gebissen wurde. Von Schlangen und Leoparden, die sich mit Stachelschweinen anlegen, bis hin zu explodierenden Elefanten. Schau dir 9 unglaubliche Dinge an, die Tieren passiert sind. Los geht's! Nummer 9. Alter Leopard von Hyänen schikaniert. Wir beginnen unseren Countdown mit einem Leoparden, aber der ist schon sehr alt und scheint verletzt zu sein. Alles in allem kann man wirklich sagen, dass seine besten Tage hinter ihm liegen. Dann siehst du einen Haufen Hyänen, die mehr als bereit für eine Jagd sind. Sie entdecken den Leoparden und kommen auf ihn zu. Du weißt genau, dass diese Begegnung unangenehm werden wird. Wenn es nur eine Hyäne wäre, könnte der Leopard vielleicht die Oberhand gewinnen. Aber nein, es sind ein ganzer Haufen von ihnen. Und unser Freund, der Leopard, kann nichts dagegen tun. Er knurrt sie an, aber das scheint nicht zu funktionieren. Die Hyänen fallen über den alten Leoparden her. Sie beißen ihn mehrere Male. Es scheint kein Entkommen für den alten Mann zu geben. Doch nach einiger Zeit haben die Hyänen genug von den Schikanen und lassen den Leoparden in Ruhe. Er ist am Leben, aber schwer verletzt. Ich hoffe, der alte Mann hat den Angriff der Hyänen überlebt, aber irgendwas sagt mir, dass es für ihn zu spät ist. Nummer 8. Python wickelt Komodo-Varan zu Tode. Wusstest du, dass Pythons, anders als andere Schlangen, bei ihren Eiern bleiben, bis sie geschlüpft sind? Aber die Sache ist die, dass die Eier 52 bis 60 Tage brauchen, um zu schlüpfen. Wenn Pythons ihre Eier eine Weile alleine lassen, bedecken sie sie teilweise mit Sand. Aber das ist nicht immer eine erfolgreiche Strategie, wenn es darum geht, sie wirksam vor Raubtieren zu schützen. Komodowarane und Pythons teilen sich ihren Lebensraum, sodass gelegentliche Zusammenstöße zwischen den beiden Arten fast unvermeidlich sind. Vor allem, wenn ein Komodowaran versucht, sich den Eiern eines Pythons zu nähren, wie in diesem Video. Im ersten Video versucht ein Komodowaran durch das Loch zu gehen, um die Eier eines Pythons zu schnappen, aber der Python lässt es einfach nicht zu. Er wickelt sich um den Komodowaran, sodass dieser nirgendwo hin kann. Im zweiten Video ist der Komodowaran bereits an den Eiern angekommen. Es sieht so aus, als wäre es ein leichtes für ihn, sich die Eier zu schnappen, aber dann kommt in letzter Minute ein Python und wickelt sich um den Komodowaran und schützt so seine Eier. Nummer 7. Elchbulle stolpert über Zaun und stirbt. Hier sehen wir eine Herde von Elchen rennen. Ich weiß nicht, wovor sie fliehen. Entweder ist es ein Raubtier oder menschlicher Lärm, aber wie du siehst, rennen sie mit voller Geschwindigkeit. Sie haben auch keinerlei Probleme, den Drahtzaun zu überwinden, bis auf einen Elchbullen, der über den Zaun stolpert. Autsch! Das ist ein böser Sturz. Du kannst sehen, wie er sein Geweih in den Boden drückt. Er versucht aufzustehen, aber es gelingt ihm einfach nicht. Er kann einem einfach nur leid tun. Nach einer Weile hört der Kampf auf, was nur eines bedeuten kann. Das ist eine traurige Art zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, was er in seinem letzten Moment durchgemacht hat. Niemand verdient es, so zu sterben. Nummer 6. Python veränderte nach dem Verzehr eines ganzen Stachelschweins. Dieser afrikanische Felsenpython war mindestens 4 Meter lang und wurde von einem Mountainbiker im Lake Erland Game Reserve in der Nähe von Port Shepstone, Südafrika, entdeckt. Zum Glück für den Biker war die Python nicht lebendig, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem ein schrecklicher Anblick war. Es ist eine Sache, eine Python neben einem Radweg liegen zu sehen, aber eine mit einem so aufgeblähten Bauch? Puh! Das muss schon etwas Besonderes gewesen sein. Aber was hat der Python gefressen? Nun, als die Reservatsleiter die Schlange öffneten, fanden sie ein Stachelschwein in ihr. Jetzt macht das alles Sinn. Es stellt sich heraus, dass die Innereien der Python mit Dutzenden von Stachelschweinkielen durchbohrt waren. Was für eine schreckliche Art zu sterben. Das hat man davon, wenn man sich mit einem Stachelschwein anlegt. Nummer 5. Riesenkrokodil riss Zebra zu Tode.
Was passiert, wenn ein Zebra im Wasser über ein Krokodil stolpert? Nun, eine lebensbedrohliche Situation, das ist es. Und das ist noch milde ausgedrückt. Wenn man diesen Bildern Glauben schenken darf, ist das Krokodil das absolut Schlimmste, was einem Zebra im Wasser passieren kann. Eines der Bilder ist besonders interessant, denn es zeigt ein Zebra, das aus dem Wasser steigt, während seine Innereien aus ihm herausquellen. Es lebt zwar noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Hier kannst du das Krokodil sehen, das dem armen Zebra das angetan hat. Schau! Ein Teil des Zebras befindet sich noch in seinem Maul. Es ist ein wirklich schockierender Anblick. Im Video siehst du ein Zebra, das versucht, einem Krokodil zu entkommen, aber es kann nicht, weil das Krokodil seine Beine festhält. Nach einer Weile gesellen sich weitere Krokodile dazu und verschlingen das arme Zebra Stück für Stück. Nummer 4. Leopard wollte Stachelschwein angreifen. Du hast gesehen, wie der Python nach seiner Begegnung mit einem Stachelschwein endete? Jetzt sieh dir an, was mit Leoparden passiert, wenn sie Stachelschweine fressen wollen. Diese Fotos zeigen einen Leoparden mit mindestens 2 Dutzend Stacheln, darunter einer direkt unter dem Auge und weitere in der Nase und der Zunge. Das ist ein schmerzhafter Anblick und der Leopard hat mindestens 1 Stunde lang gebraucht, um sie alle zu entfernen. Das Video ist auch nicht besser. Du kannst kein Stachelschwein sehen, aber du kannst sehen, wie viel Mühe dieser Leopard mit den Stacheln hat. Das ist eine Lektion für Leoparden und alle anderen Tiere. Leg dich nie mit Stachelschweinen an, egal wie hungrig du bist. Nummer 3. Rentierherde von einem Zug getötet. Ein Zug, der fast eine ganze Rentierherde überfährt. Gibt es etwas Tragischeres als das? Selbst das Hupen hat nichts geholfen. Es gab einfach keine Möglichkeit, diese Tragödie zu verhindern. Sie versuchten, dem Zug zu entkommen, aber wie du dir vorstellen kannst, klappte das nicht, zumindest für die meisten von ihnen. Während einige es schafften, rechtzeitig zu entkommen, hatten etwa 25 Rentiere nicht so viel Glück und wurden von dem Güterzug erfasst. Der Zug fuhr allerdings nicht mit voller Geschwindigkeit, also besteht vielleicht eine kleine Chance, dass einige von ihnen überlebt haben. Wer weiß. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber wir können es hoffen. Nummer 2. Elektrozaun tötete eine Schlange. Diese weiße Eichenschlange, auch bekannt als graue Ringelnatter, dachte, sie könnte ohne Konsequenzen in den Hühnerstall eindringen. Womit die Schlange nicht gerechnet hat, ist, dass der Zaun elektrisch war. Und du brauchst mir bestimmt nicht zu sagen, was mit Tieren passiert, die damit in Berührung kommen. Sieh dir das Video an und überzeug dich selbst. Jetzt, wo ich es so sehe, tut mir die arme Schlange irgendwie leid. Das hat man davon, wenn man versucht, in einen Hühnerstall einzubrechen. Nummer 1. Elefant explodiert. Bei der Recherche für das Video sind wir über dieses seltsame Bild gestolpert, das unser heutiges Vorschaubild ist. Es ist ziemlich interessant. Es zeigt einen Elefanten, der mit einer riesigen Wunde in der Mitte seines Bauches auf dem Boden liegt, was der Grund für sein Ableben zu sein scheint. Auf dem Bild sind auch 2 Männer zu sehen, die in der Nähe des Elefanten stehen, aber irgendetwas stimmt nicht. Der Elefant sieht irgendwie aufgedunsen aus, vielleicht als Folge der Wunde. Es sieht fast so aus, als würde der Elefant explodieren. Wenn du dachtest, dass das nicht möglich ist, dann wird dich das folgende Video eines Besseren belehren. Du siehst eine Gruppe von Männern, die sich um einen verstorbenen Elefanten versammelt haben. Auch dieser Elefant hat eine seltsame Wunde am Bauch. Einer der Männer versucht sogar, die Wunde mit einer Axt aufzuschneiden und dann passiert das Seltsamste von allem. Der Elefant explodiert einfach. Das ist einfach unfassbar. Warum ist er explodiert? Hat es etwas mit der Wunde zu tun? Nun, versuchen wir es so gut wie möglich zu erklären. Wenn ein Elefant stirbt, werden in seinem Inneren viele natürliche Gase wie Methan produziert. Der Druck ist unglaublich hoch und wenn du auch nur ein kleines Stück seines Körpers anschneidest, explodiert er, so wie in dem Video. Diese Explosionen können so stark sein, dass sie den Körper eines Menschen wegreißen können. Also solltest du dich besser von einem Elefantenkadaver fernhalten.
Der Mann in dem Video hatte Glück, dass die Explosion nicht so stark war. Die Wunde selbst sieht aus wie ein Schlangenbiss, wahrscheinlich von einer Königskobra, deren Gift definitiv so stark ist, dass es einen erwachsenen Elefanten in nur wenigen Stunden töten kann. Die Königskobra gibt eine enorme Menge an lähmenden Neurotoxinen ab und das könnte durchaus noch stärkere Explosionen verursachen. Was war dein Lieblingsmoment aus dem heutigen Video? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal.